Kiki, dein erster Schritt an einem Championat bei Relite. Wie hat sich das angefühlt? Ich bin wahnsinnig glücklich, stolz, erleichtert und dankbar. Vor allem dankbar. Ich hatte dieses Jahr die Wahl gehabt, zwischen nochmal das letzte Mal U25 EM-Reiten oder bei den Elite-Versuchen mitzureiten. Und dass ich das zuerst mal geschafft habe, dahin darf, ist ein wahnsinniges Ereignis. Und dass ich jetzt auch noch können gut abliefern konnte und eine schöne harmonische Runde mit Kleinigkeiten, aber keinen grossen Fehler geschafft habe, das war ein wahnsinnig schönes Erlebnis. Wie hat es sich angefühlt, in das wunderschöne Stadion hier in Riesenbeck einzureiten? Ich glaube, für uns ist umso mehr, desto besser. Wir freuen uns auf so ein schönes Turnier mit so tollen Bedingungen zu reiten. Und wenn das ganze Team zusammen ist und man es für das Team macht und der Zusammenhalt, die Unterstützung von allen und durch den Bogen durchreiten und dann können in so einem Stadion reiten, das macht einfach nur mal mehr Spass als sowieso schon. Und wie bist du mit eurer Leistung zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Klar gibt es jetzt, man steigt ab und denkt, man hätte das und das noch können anders und besser reiten, aber in so einem Moment ist es nicht so einfach abzuschätzen, wie viel wenn. Und ich glaube, wir können einfach stolz und dankbar sein, dass wir das jetzt mit Kleinigkeiten, aber keinen grossen Fehler geschafft haben. Und das Ross ist phänomenal, sie gibt jedes Mal alles für mich und das ist ein tolles Gefühl.